mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Miosga und Susanne Daubner. Schönen guten Abend zu den Tagesthemen. Guten Abend. Hat die deutsche Außenministerin nur Pech gehabt oder zeigt das Flugdebakel von Abu Dhabi, dass der Wunsch, die Nase vorn zu haben, gerne mal nach hinten losgeht? Erst verschoben und dann ganz abgebrochen. Eine gleich zweimal klemmende Klappe hat dafür gesorgt, dass die Außenministerin eine halbe Weltreise absagen musste. Und so wird ein am Boden bleibendes Flugzeug ein bisschen zum Sinnbild für ein ganzes Land. Und das Wort Flugscham bekommt eine ganz neue Bedeutung. Stefan Stochling. Sie hatte bei Amtseintritt versprochen, mehr Linie zu fliegen. Jetzt muss die Linie fliegen. Die Ministerin im Terminal in Dubai. Die deutschen Touristen wundern sich. Was machen Sie in Dubai? Wir wollten eigentlich nach Australien fliegen, aber unsere Regierungsmaschine ist kaputt gegangen. Wenn Sie jetzt einmal googeln, dann kriegen Sie die ganze Geschichte. Die ganze Geschichte in kurz. Der Pilot der Außenministerin muss heute Nacht über den Emiraten wieder tonnenweise Kerosin ablassen und wieder den Flug abbrechen. Für uns ist der Flug dann heute wieder zu Ende. Wird es für uns wahrscheinlich auch keinen Weiterflug nach Australien geben, auch morgen nicht. Nach der Landung Aufregung überall. Die Bundeswehr will die alten Airbus 340 sofort außer Dienst stellen. Die Opposition spricht von einem schweren Ansehensverlust. Wenn wir nicht in der Lage sind, als größte Volkswirtschaft der Europäischen Union unsere Regierung in entsprechenden Länder zu verbringen, dann ist das nicht nur peinlich, sondern es ist auch ein tatsächlicher Schaden. Im beschaulichen Brandenburg muss die Innenministerin sogar eine Lanze für deutsche Ingenieure brechen. Deswegen würde ich jetzt von einer technischen Geschichte, die jetzt passiert ist, was mir sehr leid tut für meine Kollegin Frau Baerbock, nicht darauf schließen, dass das gleich ein schlechtes Zeichen für die Ingenieurskunst in Deutschland ist. Wir haben nach wie vor die besten Ingenieurinnen und Ingenieure. Wirklich? Dreimal landen in Abu Dhabi? Szenen wie aus Täglich grüßt das Murmeltier? Das gibt es doch nur bei der deutschen Flugbereitschaft. Nein, sagt die Kollegin vom Schweizer Fernsehen, die Eidgenossen, übrigens auch ein Ingenieursvolk, haben genau dieselben Probleme. Bundespräsident Guy Parmelin, der wollte eigentlich nach Japan, hatte ein Treffen mit dem japanischen Kaiser und kam dort nie an. Er musste umdrehen wegen einer technischen Panne an seinem Flugzeug. Genauso der Außenminister, statt in China landet er in Moskau. Das kommt immer wieder mal vor. Der Einzige, der bisher immer ankommt, ist der deutsche Kanzler, denn er benutzt den neuen, teuren A350. Der aber sei für Baerbock nicht verfügbar gewesen, sagt das Verteidigungsministerium. Das wundert nicht wenige Parlamentarier. Die Luftwaffe hat ja Langstreckenflugzeuge, ganz neue Airbus A350, die der Haushaltsausschuss genehmigt hat und die auch angeschafft worden sind. Warum ist Annalena Baerbock mit diesem uralten A340 unterwegs gewesen? Hat da die Hackordnung im Bundeskabinett vielleicht daran verhindert, dass die Bundesaußenministerin das für diesen Flug eigentlich geeignetere Flugzeug hätte nutzen können? Ist also am Ende der Bundeskanzler an diesen Szenen schuld? Bevor diese Frage geklärt werden kann, am Ende zähle, dass alle gesund gelandet seien, sagt die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses. Unser ARD-Hörfunkkollege Georg Schwarte war mit dabei und kann uns jetzt noch aus Abu Dhabi berichten von dieser Odyssee ohne Fortkommen. Hallo Herr Schwarte, wie haben Sie denn das erlebt? Hallo Karin Joska. Ja, das war schon bizarr. Die erste Panne, da hatten wir alle noch gedacht, naja, Fehler passieren. Der Flugkommandant kam nach hinten, sagte, er ist 30 Jahre bei der Flugbereitschaft. Sowas hat er auch noch nicht erlebt. Da haben wir uns alle angeguckt und gedacht, oh Gott, immerhin schub er danach. Sowas üben wir aber am Flugsimulator. Die Landeklappen ließen sich einfach nicht einfahren. Fehler passieren. Dann fast forward, einen Tag später, wir steigen wieder ins Flugzeug und täglich grüßt das Murmeltier. So war es dann. 1.15 Uhr nachts saßen wir wieder, 2000 Meter Höhe, alles das Gleiche nochmal von vorn. Die Maschine gewann nicht an Höhe, Kerosin wurde abgelassen, links und rechts. Wir drückten uns die Nasen an den Scheibenplatz, sahen, wie das Kerosin rausspritzte, eine Tonne pro Minute. Das war schon ein bizarrer Moment und wie gesagt, ein Flugzeugkommandant, der sagt, sowas hat er in all seiner Berufserfahrung auch noch nicht erlebt. Das war dann auch nicht unbedingt beruhigend für uns alle. Und als wir wieder landeten, übrigens nach dem zweiten Versuch, nach der zweiten Panne, da wurden wir in Empfang genommen, da am VIP-Gebäude von den örtlichen Beamten hier bei den Emiraten. Der Beamte guckte mich spöttisch an und sagte, welcome home again. Da tropfte dann doch die Ironie durch und der Eindruck war dann, naja, made in Germany, die Deutschen kriegen es vielleicht dann doch nicht immer hin. Auweia. Wie sehr hat denn die Außenministerin darüber geflucht? Denn das war ja eine ihr sehr wichtige Reise in den Indo-Pazifik.
das ist ihr Leib- und Magenthema, der indopazifische Raum, das war eine wichtige Reise, da hat sie sich sehr drauf gefreut. Offiziell hat sie mitteilen lassen, naja, manchmal ist es eben verflixt, das hat sie ihrem Sprecher schreiben lassen, das muss man übersetzen, die ist immerhin Chefdiplomatin, manchmal ist es eben verflixt, das heißt auf gut Deutsch verflixt und zugenäht und verdammt nochmal noch hinten drauf. Sie hat sich sehr geärgert, dass das passiert ist, denn diese Reise war ihr wirklich wichtig, der indopazifische Raum, sie hat mal gesagt, das ist der Ort, wo die Werteordnung und die Weltordnung des 21. Jahrhunderts mit entschieden wird. Und dann fällt so eine Reise ins Wasser, weil die Landeklappen nicht funktionieren. Na, die Reise wird sie wahrscheinlich alsbald nachholen. Danke, Georg Schwarte, für Ihre Schilderung und guten Flug. Ja, danke und tschüss nach Hamburg.